As for us, we learned an awful lot from Colford Cauldron. Ja. Oh, da vorne liegt was. So. Keine Ahnung. Laubgebläse, dieses. Ich weiß jetzt nicht, wie man diese Dinger nennt, aber. Die man zum Beispiel benutzt, um so einen Ofen oder Kessel so anzufeuern. Genau das Ding meine ich. Vielen Dank, liebes Spiel. Du weißt, was ich will, du weißt, was ich erklären will. Aber du zeigst mir nicht den Schriftzug davon, oder? Nein, sehr wahrscheinlich nicht. Aber, okay, ich habe schon gedacht, ich wäre irgendwie, würde festhängen. Oh, ich kann mich hier durchhacken. Hacken, 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 hacken. Oh, da sind noch mehr dieser Dinger. Okay. Bevor ich das Ding aufnehme, hacke ich mir erstmal hier einen Weg durch. Weil dann kann ich zumindest besser ausweichen. So. Weil die Dinger kommen bestimmt erst raus, wenn ich das Ding aktiviert habe. Warum? Weiß der Geier. So. Ah, diese paar Knochenstücke, dass der da einfach nicht drüber gehen kann. Das ist ja auch schon schön scheiße, ne? Ziemlich blöd. Wenn ich über die Dinger drüber gehe, machen die mir... Ach so, die Dinger machen mir selber Schaden. Na gut. So, Feuerbalk. Mhm. Nennt man sowas Balk oder... Ich weiß es halt nicht. Aber ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich gemeint habe. So, da versteckt sich, glaube ich, auch noch so ein Ding. Ja, Hallöchen. Alles klar. Feuerball nehmen. That learning led to some interesting inventions. Okay. Okay. Das ist überhaupt nicht cool. Right into our hands. Oh, ist das uncool. Meine Fresse. Ich kann das Ding selbst auch mit dem Feuerball nicht angreifen. Wow, ich muss gerade sagen, das war behindert. Und die Waffe? Ist ganz nett. Aber es ist nicht gut. Ich will meine andere Waffe wieder haben. Was soll ich mit dem Ding? Nein. Wisst ihr, das ist so, als wenn ihr gerade ein mächtig leuchtendes Großschwert gegen eine Nuss ausgetauscht habt. Oh. Ja, und jetzt gibt mir noch diese behinderten Vögel. Ah. Treffer. Gut, du bist abgekackt. Danke dafür. So. Uiuiui. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich bereits vier Schreine aktiviert habe. Es ist ja nicht so, dass ich vier Schreine aktiviert habe und es dadurch irgendwie schwerer habe. Dann kommt das Spiel auch noch. Da, verbrenne. Ich hoffe, damit mache ich hier zumindest vermehrt Schaden. Autsch. Das ist aber... Ich sollte aufhören, mich darüber zu beschweren. Ich drehe mich damit nur im Kreis. Gehe ich hier richtig oder ist das hier ein optionaler Weg? Ja, als ob. Hier, tschüss. Nein, nicht so tschüss. Verdammt. Ja, wieso... So, sterbe. Oh mein Gott. Die Reise zu diesem Ort wurde mir gerade sowas von madig gemacht. Ich kann das nicht kaputt machen. Das ist ein Witz. Ernsthaft, Leute. Muss ich das eben so machen? Das ist dumm. The unforgiven scent of sulfurous dirt. Ja, ach. Gut. Okay, das macht gegen euch anscheinend recht gut Schaden. Das freut mich. Kann ich das Ding da hinten nicht auch abschießen? Ja, kann ich. Kann ich. Ah! Schon wieder dieses Scheißding. Nein! Verdammt. Okay, ich sollte erst alle irgendwie aktivieren. Okay, geht nicht. Gut, dann komm her. Damit du zumindest etwas droppen kannst, wo ich in der Nähe bin.
So, zielen wir hier nochmal auf das tolle Pflänzchen. Ach, das war nicht das Richtige. Das war das Richtige. Sehr schön. So. Ach. Jetzt auf einmal keine Lust näher zu kommen, ne? So. Und ihr habt keine Lebenspunkte für mich übrig. Die garstigen Viecher hier. Ich meine, Feuerschaden ist zwar ganz nett und so, aber... Das ist... Nein! Das ist... Ich meine, ich glaube, ich weiß jetzt zumindest, wofür ich etwas Verkohltes brauche. Aber trotzdem, das ist... Es schmeckt so gar nicht, dass ich jetzt diese Waffe aufgedrückt bekommen habe. Das ist... Würde ich... Oh Gott. Wirklich sein, die einzige Designentscheidung... die ich wirklich überhaupt nicht an dem Gameplay mag. Ansonsten vom Stil, vom Gameplay her, von der Musik, vom ganzen Drum und Dran, auch vom Worldbuilding, ich finde es einfach klasse. Ah. No. All sorts of awful things crawling underfoot. Ist okay. So. Hier ist noch so ein Ding. Verbrenne! Und kaputt. You can cook those things, but you can't eat them. Na gut, das trifft dann aber auch sehr vieles zu. Ah, ich kann dich aber auch trotzdem verbrennen. Das ist sehr schön. Macht zwar auch Sinn, aber wieso kann ich das nicht mit anderen Waffen auch machen? Weil wenn Feuer da durchgeht, wieso kann ich dann nicht mit einer Machete auch da durch? Weil, okay, eine Machete ist jetzt nicht so heiß, okay. Aber trotzdem, eine Machete, besonders mit dem verstärkten Rücken, das Ding ist doch scharf wie sonst was. Das ist interessant. Ui. Nee, jetzt bestimmt nicht. Autsch. Aber ich muss echt sagen, das ist zumindest ein Vorteil gegenüber diesen Pflanzenviechern. Also hier mit dem Feuerbalg. Dass ich die halt auch in ihrem geschützten Zustand gut zusetzen kann. So. Ach, komm schon. Mache ich dir jetzt auch so Schaden, oder? Nicht ganz. Wow, bist du jetzt verstorben? Ich glaube, der ist echt daran abgekackt. Etwas spitzes. Anyway. Na gut, bevor ich meine Waffe wechsle, werde ich dich hier erst noch verkohlen. Sehr schön. Habe ich hier noch irgendetwas? Oh nee, du. Ja, nervigen Mistkrücken. Das ist unglaublich. Ich komme hier auch nicht weg. Das heißt, ich kann den... den Dingern nicht mal ausweichen. Danke. Nee, ich kann euch nieder. Ihr gefiedertes Getier. Nee, ihr habt Angst vor dem Feuer, nicht wahr? Nein, habt ihr gar nicht. Wow. Ein blinder Double Kill. Hat auch was. So, das Problem ist, oben ging es auch noch weiter. Nicht hier oben mit dem Pickernest, sondern... So, hier weiter oben noch. Ladida. Ach, ihr, euch gibt es ja auch noch. Jetzt die Frage ist, was? Was? Was hat mir denn da gerade... Das habe ich jetzt nicht verstanden, warum ich da gerade Schaden genommen habe. Aber was soll's. So. Das war zu schlecht. Das hat getroffen. Das hat auch getroffen. Und das Ding ist kaputt. Für die Karte. Sehr schön. Dort. Uiuiuiui. Ja, ist gut. Etwas Schweres für den Hammer. Infos? Haben wir das nicht schon? Na klar, für den Hammer. Na gut.
Dann kann ich dich hier auch noch kaputt machen. Ist gut, dass ich nochmal hochgegangen bin, sonst wäre mir das wahrscheinlich durch die Lappen gegangen. Und mein Feuer reicht nicht. Und das tat etwas weh. Ladida. Wofür seid ihr eigentlich? Ihr seid bestimmt für den Rückweg, ne? Sehr wahrscheinlich. Aber okay. So. Ich verstehe immer noch nicht, warum ich vorhin mit dem dämlichen Spieß nicht rollen durfte. Was soll ich eigentlich mit dem Pickernest? Ist das jetzt auch eine neue Fernkampfwaffe? Never thought we'd find so much life in all that ash. Die Kultur. Die verlorenen Andenken entdecken. Beschaffe die verlangten Anzahl von Andenken, die in der Landschaft verteilt sind. Oh, das heißt, ich habe alle Andenken? Oder, nee, die verlangte Anzahl. Okay. Pickernest, ein Andenken, ein Geflecht aus Stöcken mit einem einzelnen Ei darin. Das einfach vom Himmel fiel. Picker wurden vor der Katastrophe unerbittlich gejagt, aber ihre Bestände schienen nie abzunehmen. Auch jetzt scheint es noch eine Menge von ihnen zu geben. Okay. Ich wollte das vorher nicht aufnehmen, weil ich nicht wusste, ob das auch irgendetwas Bestimmtes triggert oder so. So, Feuerball, was steht da eigentlich dazu? Flammenangriffswaffe. Nennt man das jetzt einfach Balk oder... Also ich nehme jetzt einfach mal an, dass man es Balk nennt, weil sonst würde es ja so nicht heißen. Versprüht einen kontinuierlichen Feuerstrom, der Schaden über Zeit verursacht. Ein simples Missverständnis führte zur flammenden Zerstörung von Kalondias ältester Schmieder, aber immerhin entstand dabei die Waffe. Was? Ein simples Missverständnis führte zur flammenden Zerstörung von Celondias ältestem Schmied oder ältester Schmiede. Naja. Ach nee, ich wollte ja auf meine tolle Kriegsmachete zurückgreifen. Yes! Ah, das fühlt sich schon viel besser an. Ich meine, ich kann verstehen, dass die gegen diese Pflanzenviecher durchaus sinnvoll ist. Aber nein, danke. Ja, hier haben wir wieder Pflanzenviecher. Das ist mir egal. Und du tust mir weh. Das ist mir auch egal. Ladidadidadidadidadidadidadidad. Und tschüss. Sehr schön. After all, when we look down inside Colford Cauldron. Ah, da war ich nicht schnell genug. So. Und was gibt's hier? Hier geht's noch weiter. Gut. Fragmente. Look down through all the smoke and flames. Gut. Komm, jetzt arbeite ich etwas mehr mit Kontern. Ich will ein bisschen Lebenspunkte wiederkriegen. Wofür habe ich das denn? Zwei. Ich kriege zwei. Naja, das sind jetzt nicht so sonderlich viele Lebenspunkte. Ich glaube, ich werde... als nächstes das mal so ein bisschen wieder verändern. Wo kommst du denn her? Na gut. Boah, aber wie viel Schaden in den Dingern das macht. Aber das macht mir nur zwei. Gibt mir zwei Lebenspunkte dazu. Wisst ihr, wie das überhaupt nicht schmeckt? Es schmeckt überhaupt nicht, wenn man weiß, dass hier diese komischen Dinger sind. Aber man sie nicht angreifen kann. Das heißt, sie triggern allerdings auch nichts. Aber ich werde keine Tretmine legen, weil es sein könnte, dass nur einer hochkommt. Und dann ist die ganze Tretmine weg. Und das ist nicht Sinn der Sache. Ich traue der ganzen Sache nicht. Ach, komm schon, hier. Tschüss. Ihr ganzen Dinger, ihr seid bestimmt für den nervigen Rückweg. Ja, ne? Weil hier ist der tolle Splitter. Hier sind wir jetzt also im Herzen von diesem Vulkan, von diesem Kessel. We had to have it. Und jetzt zerfällt alles? As for the kid, he just has to get that shard out of there. Too bad taking that thing woke up every last stink eye from here to Jawson Bog. Das ist okay. Die sind ja einfach nur am Verfolgen. Das heißt, ich kann es mir hiermit erlauben. Oh, Backe!
Das habe ich voll vergessen. Oh, meine Fresse. Ich verzichte jetzt auf die Referenz auf eine metaphysische Entität, weil das sage ich sowieso viel zu oft. Könnt ihr nicht einfach mal sterben? Verdammt. Aber das mit der Tretmine war nicht schlecht. Juhu! Einfach drauf. Kier ist denken, he's got to trek all the way back around the cauldron. Ja, aber der Weg ist jetzt anders. Gut, dich treffe ich irgendwie auch noch. Ach, und hier hast du kein Interesse, mich anzugreifen. Sehr schön. Sehr schön. Aber wie viele Lebenspunkte die Dinger haben? Etwa 100, ne? Kommt wohl gut hin. Aber das sure, it ain't the most convenient path. Okay. Oh no. Diese dämlichen Vogelfiecher wieder. Ja, und das ist das schöne Gesundheitstonikum auch weg. Ach so, das ist ja gut. Kann ich das zurückwerfen? Oh ja, sehr schön. Ich dachte, das würde bei den Dingern nicht gehen, weil die so aus Gas sind oder so. Sehr schön. Okay, Luftbrücke, wohin? Oh. Biggest stink guy he's ever seen's waiting for him on the other side. Das merke ich. So. Ist aber nicht so schlimm. Na, vielleicht doch. Na gut, ich will dich aber gerne. Wieso haut das nicht hin? Okay. Na bitte. Okay. Wahrscheinlich je mehr Schaden ich ihm mache. Ah, ich glaube, desto. Nee, desto kleiner wird er nicht, oder? Aber desto mehr von seinen anderen Viechern kommen da raus. Das glaube ich auf jeden Fall. Ist okay. Aber wenn er schon so eine Tretmine überlebt, dann. Ich meine, die nehmen ja allgemein nur minimal Schaden von mir. So 2, 3, 2. Ich meine, okay, wo, das ist natürlich irgendwo auch dieses Gift. Well, it ain't polite to stare. Besonders bei diesen Viechern. Interessant ist, dass hier der Weg eigentlich ja weg ist, aber die ganzen Knochen noch zu sehen sind. Das heißt, der Weg ist eigentlich irgendwo immer noch da. Ladida. Was? Wo? Where there's one stink eye, there's always more. Das ist mir klar. Das gefällt mir auch so gar nicht. Mit diesen dämlichen kleinen Viechern. So, und bevor du jetzt direkt vor mir wieder stirbst und genau sowas hinterlässt, laufe ich lieber weg. So. So, machen wir das ja erstmal weg. Ich habe das Gefühl, das hat sich hier so ein bisschen verändert. Und immer diese blöden Knochen, die einem dann den Weg versperren. Ja, können sie gern versuchen, aber ich glaube, Kit hat nicht die Lust, so lange hier zu bleiben. Plong. 2 Lebenspunkte. Nein! Oh. Hier, ich gehe in so eine Plattform, wo ich wieder mehr Platz habe. Kit, don't shed any tears for him, though. Diese nervigen Vögel. Diese Picker. Waren das jetzt eigentlich alle Picker oder kommt da noch mehr? So. Schön, schön. Ist okay. Das kann ich noch kontern. Oder ich lasse ihn einfach an mir explodieren. Das geht natürlich irgendwo auch. Ist nur nicht so ganz elegant für meine Lebenspunkte. Aber was soll's. So. Machen wir dich auch endlich mal weg. Stinkbombe, du. So, hier oben geht's ja auch nicht weiter.
With a good spyglass, you can still see the cauldron from the city. Das ist schön. Aber ich gehe erstmal raus. There's nothing left of it.